Motorradurlaub oder Urlaub mit den Kindern. Beides zusammen ist für viele unvorstellbar, also muss man sich meist für eins der beiden entscheiden. Dass man den Familienurlaub aber auch mit der ganzen Familie auf dem Motorrad so richtig genießen kann, darüber berichten Ramona und Herbert Schwarz im Interview. Und ich, wir sind beide leidenschaftliche Motorradfahrer und wir reisen sehr gerne mit dem Motorrad. Du hast, glaube ich, 800.000 Kilometer auf der Uhr, das heißt 20 Mal um die Welt. Ich war 6 Jahre lang auf Weltreise mit meinem Motorrad und so ist das Motorradreisen eine Lebensart geworden. Und für uns stellte sich eigentlich nie die Frage, dass wir das aufgeben, bloß weil wir Kinder haben, sondern vielmehr haben wir uns gefragt, wie können wir das Ganze miteinander kombinieren, auf welche Weise geht das am besten. Und wir kamen ganz schnell drauf, ein Gespann muss her. Ja, für uns war sehr wichtig beim Aufbau des Gespanns, dass es sehr sicher ist, dass die Kinder hintereinander sitzen, damit das Gespann einigermaßen schmal bleibt, damit es nicht ein Riesending wird, mit dem man eigentlich überhaupt nicht mehr richtig reisen kann. Ja, wir haben Wert darauf gelegt, dass die Kinder angeschnallt sind, trotzdem einen Helm tragen. Und von dem her muss ich sagen, das Gespann, was wir jetzt haben, hat super gute Bremsen, hat genügend Leistung, dass man im Verkehr mitschwimmen kann, ist eigentlich so sicher wie ein Kleinwagen von vielleicht vor 15, 20 Jahren. Es ist so, dass die Kinder an der Macht sind, also sie bestimmen ganz klar den Tagesrhythmus. Wir haben versucht, und das war unsere Herausforderung, dass wir so viel von dem, was uns wichtig ist beim Reisen, integrieren in das Ganze. Also dass wir auf die Leute zugehen, Land und Leute, je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind, hautnah erleben. Und eigentlich lassen wir den Zufall geschehen und wir planen den Tag nicht durch. Wir haben keine To-Do-Liste, Sehenswürdigkeiten, die wir abhaken, sondern wir halten dort an, wo es uns gefällt. Wenn den Kindern danach ist, ein riesiges Loch am Strand zu buddeln, dann machen wir das einfach. Weil das Wichtigste an der ganzen Sache ist der Spaß. Und der darf uns nicht verloren gehen, sonst haben wir verloren. Ja, und auf unseren Reisen war es einfach immer so, dass wir kein vorgegebenes Übernachtungsziel hatten. Das heißt, wir haben uns immer was gesucht, entweder zum Zelten oder auch mal ein kleines Hotel, sodass wir einfach auch nie in Stress gekommen sind, wenn es dann langsamer wurde. Oder wenn wir besser vorankamen, war das auch egal. Für mich ist es kein Problem. Ich hatte auf jetzt 50.000 Kilometern, die ich mit den Jungs gefahren bin, eigentlich noch nie irgendeine kritische Situation. Wir fahren aber auch nicht besonders schnell. Wir nehmen sehr viel Rücksicht auf die Ohren von den Kindern, weil es sehr, sehr laut ist in so einem Gespann. Das heißt, so die maximale Reisegeschwindigkeit ist 100, 110, wenn wir mal auf der Autobahn sind. Ansonsten sind wir irgendwo zwischen 80 und 100 km/h unterwegs. Und da ist eigentlich kein großes Risiko und bei der Geschwindigkeit habe ich auch noch genug Zeit rumzugucken. Und für mich ist Gespannfahren in der Zwischenzeit genauso Motorradfahren, genauso viel Genuss wie Solofahren. Und ich muss nicht immer sportlich durch jede Kurve fahren. Ja, wir haben Intercom in der Zwischenzeit, aber keine Intercom, die die ganze Zeit an ist, weil sonst geht vielleicht der Fahrspaß trotzdem verloren, wenn dann vier Leute gleichzeitig auf einen einreden während der Fahrt, sondern es ist eine Intercom, bei der wir zu viert sprechen können. Aber die Kinder müssen auf eine Taste drücken und wissen wir, jetzt ist irgendwas, jetzt wollen sie mit uns reden, dann kann man sie zuschalten und mit ihnen was absprechen. Und ansonsten zum Spielen nehmen sie sich einfach irgendwas am Wegesrand mit oder man hat ein paar kleine Spielzeuge dabei oder sie lesen in einem Buch. Jaron, du hast doch auch eine Schatztasche. Wo hängt die denn?
Am Motorrad? Am Motorrad, am Sitz, am Vordersitz, ne? Und was sammelst du da rein? Schätze. Schätze? Und welche Schätze denn? Muscheln. Muscheln. Steine. Steine. Und was anderes nicht. Und das wär's, das sind deine Schätze. Und die ganzen Dino-Knochen, die du gefunden hast? Wir haben keine gefunden. Auf jeden Fall kleine Weltbürger. Uns fällt auf, dass es viel schneller geht, dass sie Kontakt mit anderen Kindern herstellen. Und interessanterweise müssen sie dazu gar nicht die Sprache sprechen, sondern das funktioniert bei Kindern ganz anders durch das Spiel mit Händen und Füßen. Und das geht immer ganz schnell und erstaunt mich. Für mich ist das Gespann wirklich die Lösung, um das Ganze zu machen, gerade wenn die Kinder klein sind. Klar, später, wenn sie mal ein bisschen größer sind, werden sie hinten drauf mitfahren, vermute ich. Aber sie sitzen wahnsinnig gerne im Gespann. Wenn man sich damit abgefunden hat, dass es eben ein bisschen andere Art des Motorradfahrens ist, würde ich sagen, man soll es mal ausprobieren mit den Kindern. Man soll sich da so ein bisschen reinfinden und ich glaube, dass man damit für die ganze Familie was Gutes tut. Weil das Hobby Motorradfahren ist dann einfach eine Familiensache und nicht so, dass einer aus der Familie ausschert und der Rest bleibt zu Hause. Ja, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich sehe das auch so. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Man erlebt, entdeckt die Welt zusammen als Familie. Und ich würde einfach empfehlen, nicht allzu viel Angst zu haben, sondern es einfach zu tun und den Traum zu leben. Mama. Papa. Mama. Papa. Mama. Papa. Mama. Papa. Mama. Papa. Mama. Papa. Mama.